hollering at the moon. In unserer ersten Folge der neuen Barsch-Serie beschäftigen wir uns gleich mal mit einem Thema, das auch verhältnismäßig neu ist beim Barschangeln, nämlich das Angeln mit Grundelimitaten. Die Grundeln sind ja schon seit ein paar Jahren in unseren Flüssen, sowohl in Deutschland als auch in Holland, aber wandern jetzt überall in Europa in die Flüsse ein und auch in die Seen. Also die sind nicht nur auf den Fluss, sondern auch auf die Seenbereiche verteilt. Und der Barsch ist da also von allen Räubern der, der am meisten auf diese Grundeln anspricht. Zander und Hechte fressen die auch, aber Barsche am allermeisten. Deshalb ist es nur klug, sich diesem Thema mal zu widmen, denn gerade die ganz großen Barsche, die haben sich offensichtlich auf diese Grundeln spezialisiert. Das machen wir mal heute. Ich fange mal an mit der Köderwahl, das ist nämlich ganz wichtig beim Grundelnangeln. Eigentlich sehen Grundeln nämlich ungefähr so aus, kleine Flossen oben und unten, so ein bisschen hochrückiger Körper, also eher so ein fetter Körper mit hinten einem Schwänzchen. Und da würde es jetzt naheliegen, so einen Köder zu benutzen oder auch eben ganz normalen Schaufelschwanz, Gummifisch mit Bleikopf, wie wir sie eigentlich schon immer verwendet haben, zum Zanderangeln oder auch zum Barschangeln. Aber es gibt da etwas Effektiveres. Diese Köder haben nämlich einen entscheidenden Nachteil. Für uns als Angler sehen die erstmal aus wie eine Grundel. Unter Wasser im Schwimmverhalten sind sie es aber eigentlich gar nicht. Grundeln machen nämlich was ganz anderes als das, was die Köder imitieren. Die flitzen so von einer Ecke zur nächsten, bleiben kurz stehen, springen wieder. Also es ist mehr so eine kurze, abrupte Bewegung, die diese Fische ausführen mit Pausen da drin. Und da ist eigentlich so ein Köder nicht ganz optimal, weil der relativ geradlinig läuft durch diese Flossen und durch die Schaufelschwänze, die da hinten dran sind. Deswegen ist es meiner Erfahrung nach deutlich besser, man nimmt Köder, die hinten zum Beispiel überhaupt keinen Schaufelschwanz dran haben, sondern solche Pintails oder andere Köder, die sehr schlank gehalten sind. Die haben ungefähr die Silhouette einer Grundel, ohne Flossen und ähnliches. Das ist aber ganz wichtig, weil dadurch kriegen wir das Köderspiel hin, das also auch eine Grundel im Verhalten imitiert. Das ist für uns also erstmal entscheidend. Das zeigen wir auch gleich nochmal unter Wasser. So einen Köder suche ich jetzt mal raus. Also ich mag vor allem, wie gesagt, mit Pintail oder auch wenn Schaufelschwanz, so ganz, ganz, ganz kleine. Ich meine, er ist jetzt auch so wie hier bei dem Ripstar kaum sehen kann, aber da ist ein kleines Schaufelschwänzchen dran. Behindert aber nicht den Lauf des Köders in seiner Grundaktion. Ich suche mal so einen raus. Ich nehme mir hier einen meiner Favoriten, so Miminocchi, klein, dunkelgrün. Ist immer gut auf hellen Baggerseeboden. Und damit starten wir mal das Barschangeln heute. Die Montage mit dem Chebu-Köpfchen und dem Offset-Haken habe ich jetzt nicht gewählt, weil es gerade trendig und cool ist, sondern die hat wirklich ihre Bedeutung hier bei dem Barschangeln. Ich fange mal vorne an. Das Chebu-Köpfchen aus Tungsten, nicht aus Blei, ist etwas kleiner im Verhältnis zu Blei und sinkt besser. Das ist wichtig. Sinkverhalten wird uns nämlich heute noch ein bisschen beschäftigen. Da geht es um Geschwindigkeiten, um die richtigen Geschwindigkeiten beim Barschangeln, immer ganz wichtig. Nicht wie bei Zander, so langsam wie möglich, sondern bei Barsch muss das richtig sein. Nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell. Und der Offset-Haken hat also auch die Bewandtnis, dass wir jetzt vom Ufer aus immer an der Uferkante fischen und meistens die Kante hochfischen. Und da wird man schon einiges an Dreck einsammeln, Muscheln oder altes Kraut, Holz, Hänge haben und so weiter. Und der Offset-Haken verhindert das natürlich und hat dann auch wirklich eine ganz tolle Haarquote bei Barsch. Also bei Zander mache ich ihn ja nicht so gerne, aber bei Barsch ist er wirklich super toll und stabilisiert den Köder auch ein bisschen. Wir können also da, wo die Barsche stehen, auch mit dieser Kombination hier toll arbeiten. Und durch dieses bewegliche Köpfchen hat jetzt das ganze System Köder sehr viel Beweglichkeit. Das ist das, was bei den Grundeln ja wichtig ist. Dieser Fisch ist ja sehr klein und sehr beweglich und schwimmt also auch sehr zackig durch die Gegend und das muss der Köder auch übertragen. Also ein Jig-Haken, der jetzt das Ganze sehr versteifen würde, wo Blei und Haken dann zusammen sind, wäre da hinderlich. Das würde nicht so gut aussehen wie diese Kombination hier mit dem Köpfchen. Deswegen nehme ich das gerade. So, jetzt kommt die Sonne raus, das ist immer wichtig für Barsch, da müssen wir angeln. Ne? Jetzt angeln wir ja hier am Baggersee auf Barsche und die großen Barsche, die schwimmen immer an diesen Uferkanten entlang. Die haben zwar auch ihre Spots, wo sie stehen, aber das sind mehr Areale, das heißt, man muss sie eigentlich jeden Tag neu suchen. So einen richtigen 100%-Punkt, den gibt es selten.
Deshalb fange ich jetzt hier an und arbeite mich hier diese Uferkante. Das ist hier so eine ganz große Bucht, da werde ich mich jetzt einmal entlang arbeiten. Und also Meter für Meter das einfach durchfischen sozusagen. Okay, das ist ganz witzig. Ich habe ja den Offset-Haken montiert und habe jetzt einen Ast gefangen. So. Das soll eigentlich ja nicht passieren. Den Ast mache ich mal wieder weg. Da gibt es jetzt aber noch einen kleinen Trick. Das muss man immer von der Situation abhängig machen. Also ich habe jetzt ja meinen Haken. Ich hatte den hier einfach so draufgeschoben, hier den Köder, hinten in die Hakenkuhle rein. Wenn wir jetzt zu viel Dreck einsammeln, doch noch, weil die Hakenspitze hier ja so ein ganz, ganz kleines bisschen frei steht, dann kann man die also auch noch so ein ganz bisschen in das Gummi reinpieksen. Jetzt gleitet garantiert alles ab. Ich fange immer erstmal ohne an, also so, die Hakenspitze frei, weil die Hakquote dann doch nochmal ein kleines bisschen besser ist. Sollte das aber nicht klappen, versteckt man den da drin. Und dann ist man da ganz sicher eigentlich. Ne? Okay. Aber jetzt mache ich hier einmal sternförmig, werde ich den Platz jetzt einmal ausfischen und dann Schritt für Schritt nach da. Das Wasser ist glasklar, deswegen braucht man auf Barsch jetzt auch nicht viele Würfe auf einem Platz machen. Wenn die da sind und beißen wollen, dann beißen die sofort. Meistens ist das so. Da kriegt man schnell Kontakte und da ist dieses Grundimitatsfischen. Letztlich ist es sowas wie Jiggen am Grund und da kann man Strecke machen. Nur deutlich anderes Jiggen, als wir das bei Zander gewohnt sind, also mit ganz präzisen Sprüngen, schöne Absinkphasen und so weiter. Bei Barsch muss das viel variabler sein, viel schneller. Pausen ab und zu mal am Boden liegen lassen, kleinen Sprung, großen, zwei Doppelsprünge, da muss man nur so ein bisschen variabel sein, weil Barsche da also auf Monotonie nicht so stehen. Das mögen die eigentlich nicht so gerne. Okay. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Ich habe jetzt mal gerade ganz vorsichtig so ein Stückchen Kraut mit rausgekurbelt, wenn man so einmal anschlägt, ist es ja normalerweise ab. Aber das beantwortet immer so ein bisschen die Frage, was sind eigentlich die besten Angelplätze für Barsch? Wenn man das hier noch findet im Winter, dann ist das schon ganz gut. Das ist also altes Kraut vom letzten Jahr, beziehungsweise das hier sieht gar nicht so ganz abgestorben aus. Das ist gut, wenn man das noch hat in Resten. Man sieht auch schon hier, da ist so eine kleine Schnecke dran, da. Und hier unten war noch eine Muschel mit dran. Da, diese kleinen Muscheln hier. Die weißen, die hier. Wenn man zum Beispiel mit Jigspinne angelt, hat man die häufig unten am Drilling. Wenn die an dem Platz sind, wo man angelt, das ist gar nicht schlecht. Das ist harter Boden. Hier die Schnecken, das ist Nahrungsgrundlage für andere Weißfische. Altes Kraut. Kann man davon ausgehen, im Sommer sind hier üppige Krautmatten in der Bucht. Und da sind die Barsche in der Nähe auf jeden Fall. Also solche Strukturen, das ist immer von See zu See verschieden. Mal hat man nur Muscheln, mal hat man nur Kraut oder auch ein bisschen Holz oder so. Das ist immer ganz gut. Dazu eine steile Kante oder einigermaßen steile, die zum tiefen Wasser führt, aber nicht im tiefen Wasser angeln. Also man könnte jetzt mit weiten Würfen hier vielleicht 15, 20 Meter erreichen. Das ist aber gar nicht sinnvoll, da unten zu angeln, weil die großen Barsche sind da nicht. Die kommen ganz ins Flache, deswegen auch so leicht fischen. Also die sind, ich sag mal, ich würde mal tippen zwischen einem und vielleicht 5 oder 6 Meter, da sind die meisten Barsche. Also die Uferregion wird oft total unterschätzt, da wird immer weit draußen gefischt und vorne nur rausgekurbelt, aber gerade die Kante, wo das Zeug steht, das ist für die Barsche jetzt interessant. Und da müssen wir fischen. Nicht gut, also bei mir bisher noch nie gut, waren Sandböden. Also kann sein, dass man vorne mal Sand hat, aber da draußen, wenn man angelt an der Kante, da müssen dann harte Strukturen sein. Also auf reinem Sandboden, man ja auch häufig in Seen, das ist nicht so gut fürs Barschangeln. We'll be right back.
Das ist der erste Barsch für heute. Ein super Fisch. Er hat auf jeden Fall schon mal die 40 geknackt. Diesmal auch. Ich habe ihn am Boden liegen lassen. Ich glaube, man sieht das auf der Kamera. Ich habe also Rute runter. Das mache ich ab und zu mal. So zweimal zupfen und liegen lassen kurz. Wie ich eben sagte, auch bei Grundeln. Die schwimmen ja ein Stück und bleiben dann unten stehen. Und er hat ihn einfach vom Boden aufgenommen und ist dann losgeschwommen. Das machen Barsche also wirklich sehr gerne. Das ist auch ein großer Unterschied zu Zandern. Das ist bei Zander eher nicht so der Bringer, aber bei Barsch ist das richtig gut. Muss dann immer mal im Petto haben. Auch hier der Offset-Haken. Ich nehme ihn mal so. Also der Offset-Haken hängt auch super. Sagte ich ja, die Haarquote ist eigentlich super bei großen Barschen. Da muss ich hier noch einmal tauschen. Klick, klick. So, da ist er. Der erste Grundelbarsch ist also am Haken. Ich muss zugeben, bevor ich jetzt hier auf dem Platz gewechselt habe, habe ich schon mal meinen Köder kontrolliert und hatte da schon so eine kleine Schrappwunde dran. Der war ganz neu aus der Packung. Also ich hatte zwischendurch schon mal irgendwo einen Biss, den ich nicht gemerkt habe. Also das kann natürlich mal passieren. Man angelt ja die Kante hoch und dann rumpelt das immer mal mit der Muschelkante. Und da kann auch mal ein Barsch dazwischen sein. Deswegen ab und zu mal in die Köder reingucken. Ja, bin ich ganz ehrlich, habe ich also nicht mitbekommen. Aber okay, wir haben jetzt eingefangen. Der hat ihn sich vom Boden aufgesammelt, nach zweimal hart antwitschen, dass er so richtig so hochschießt, der Köder, runterfällt, plumps und dann einen Augenblick warten und dann hat er sich den also mitgenommen. Das muss man immer mal wieder einbauen. Normales Jiggen, schnell Jiggen, langsam, dies, das, schleifen, so und so weiter. Also variabel bleiben beim Barschangeln dann geht. Vielleicht kommt hier ja noch einer, hoffen wir mal drauf. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Wechseln jetzt mal den Köder. Sehr aufwendig alles drapiert, damit ihr auch ein bisschen was sehen könnt. Also eben habe ich ja hier diesen dunkelgrünen Pintail gefischt. Jetzt ist die Sonne doch weg und die Wolken kommen. Ich hatte gehofft, die Sonne kommt noch mehr durch. Deshalb nehme ich jetzt mal eine Farbe, die ein wenig heller ist, aber eigentlich der gleiche Farbton, so ungefähr. Und zwar nehme ich mal hier den Sexy Impact raus, von Kitech auch. Das hat auch den Grund, dass der sehr stark mit Aroma versehen ist. Also das ist so ein, was ist das, Knoblauch-Tintenfisch-Mix oder so. Ich weiß es nicht so genau, riecht ziemlich herb. Aber der Barsch eben hat ja beim Liegenlassen des Köders gebissen. Und da kann ja einer mit mehr Aroma nicht schaden. Der Köder sieht jetzt erstmal aus wie ein, im Prinzip wurstförmig mit einem kleinen Pintail. Ist er aber gar nicht, wenn man den von oben sieht. Ja, dann sieht man, dass der also vorne dick ist und rund und hier hinten wird er dann einmal ganz flach und da wieder ein bisschen dicker. Dadurch haben wir also hier hinten so eine Verjüngung drin. Das bringt also ordentlich Leben in den Köder rein. Und jetzt muss ich natürlich mal ein bisschen gucken, wie ich den Haken da platziere oder beziehungsweise welche Größe. Das ist aber für alle Köder ganz wichtig, beim Barschangeln sowieso immer sehr wichtig. Hier habe ich jetzt eine Größe 1 drin, ich glaube den hier. Ich hatte mich am Wochenende mal ausgerüstet mit Haken im Angelgeschäft. Ich glaube, für den nehme ich aber einmal kleiner, die Größe 2. Man darf für Barsch nämlich niemals zu große Haken verwenden. Die sperren dann sozusagen die Schnauze und man kriegt mehr Fehlbisse, als man Fische fängt. Also Tendenz immer eher kleinere Haken nehmen, ein Barschmaul. Und der muss dann auch in den Köder reinpassen. Hier möchte ich jetzt zum Beispiel, dass der Offset-Haken nicht diese Verjüngung hier durchpiekst, weil das ist ja der Teil, der nachher auch Bewegung machen soll. Das heißt, der darf maximal bis zu dieser Verdickung hier erreichen. Und da könnte mit dem hier schon passen, von der Größe her. So, ich ziehe den mal auf, dann sehe ich das gleich. Die Hände sind zwar schon ordentlich kalt jetzt. So, da ist auch oben eine Hohlkehle eingearbeitet. Aus der Richtung sieht man das auch ganz gut. Aber die Hohlkehle ist auch ziemlich weit hinten. Deswegen, ich würde den Haken also auch maximal vordere Hälfte, vorderes Drittel so.
viel weiter sollte der da gar nicht drin sein. So, jetzt muss man natürlich immer darauf achten, dass der schön gerade ist, der Köder. Wäre der jetzt so ein bisschen gebogen oder schief, dann bitte nochmal neu aufziehen. Es muss alles ordentlich und gerade sein für Barsch. Und das reicht jetzt mit der Behakung. So haben wir jetzt den Köder flexibel genug. Hinten, da. Und haben ein schönes Köderspiel. Der Haken ist da auch schön versteckt. Das sollte passen. Für Barsch. So, das gefällt mir. Ist ein bisschen heller als der andere. Nicht viel, aber ein bisschen. Nochmal ein anderes Aroma, ein bisschen anderes Laufverhalten. Weil gleich kommen wir nochmal in die Bucht, die wir eben schon gefischt haben. Und da will ich nicht denselben Köder nochmal reinwerfen, weil Barsche diesen Trick dann kennen. So, da mache ich jetzt noch ein Chebu-Köpfchen drauf. In Finger sind kalt, jetzt bloß nicht alle auskippen. Ein bisschen mal rot Metallic hier. Nochmal ein klein bisschen Farbe drauf. Gut, jetzt ist das hier fertig montiert mit der rot Metallic Tungstenkugel drin. Bisschen Farbe mag ich ganz gern. Also in diesen Seen ist das Wasser jetzt nicht so trüb, dass ich Chartreuse oder Orange bräuchte. Ich würde auch von diesen ganz grellen Knallfarben beim Barschangeln im klaren Wasser eher abraten. Da braucht man schon sehr trübes Wasser. Also Naturdekors gehen da meistens sehr viel besser. Und den machen wir jetzt mal. Ich habe übrigens immer so leichte Gewichte. Also wenn man zwischen 4 und 6 Gramm fischt, dann ist man auch in der richtigen Wassertiefe im Stillwasser. Wer mehr braucht, weil die Absinkphasen viel zu lang werden, man den Grund nicht mehr erreicht, der angelt zu tief. Also dann ist man schon eher, wenn man 8, 9, 10 Gramm braucht, entweder ist das Gerät viel zu dick, die Schnüre, die Vorfächer, oder man angelt zu tief. Und wie gesagt, die großen Barsche, die sind nicht tief. Da muss man mal ein bisschen drauf aufpassen, nicht zu viel Zeit im tiefen Wasser verschwenden. Auch wenn da mal mehr Bissfrequenz sein könnte, kleine Zander, kleine Barsche und so, davon darf man sich nicht irren, ableiten lassen. Immer flach angeln für die Großen. Im Winter ist es zwar kalt, aber die beißen ja so flach, die Fische, dass sie natürlich ordentlich Power haben. Ne? Wenn man die so ganz tief fängt, dann ist das ja eher nicht so, aber so. Das ist doch mal ein Barsch, oder? Den Köder wieder gewechselt, hat er eine Weile mit dem Kitec gefischt, kam jetzt nichts drauf und jetzt habe ich den vom Anfang wieder dran gemacht, den dunkelgrünen Niwinoki. Sinkt ein bisschen langsamer, weil er mehr Gummimasse hat und ja, da kam jetzt der hier. Der dürfte schon so Ende 40 haben auf jeden Fall, super Fisch. Ich bin jetzt selbst überrascht, wir haben schon mal gerade gemessen, also der hat ja deutlich über 50 hier. Ja, so zwischen 50 und 51. Damit hätte ich jetzt selbst nicht gerechnet. Als ich ihn gesehen habe, dachte ich so, okay, Ende 40. Das sind ja die meisten ganz großen dann, so 7, 48. 50 knacken ja nur wenige. Jo. Aber der schon. Wahnsinn. Uiuiui, das ist jetzt aber hier ein Start in die Serie. Das können wir ja nicht aufrechterhalten, das Level. Der
große Barsch war jetzt schon gezielt geangelt, aber so groß, muss ich wirklich zugeben, nicht gezielt geangelt. Man kann nicht gezielt 50er fangen, da hatten wir jetzt sehr, sehr viel Glück. Ein bisschen kennen wir die Plätze hier zwar, aber eigentlich ist das so bei dem Angeln, dass man ein bisschen leidensfähig sein muss, also ein, zwei Bisse am Tag. Selbst wenn man sich gut auskennt, dann gibt es ganze Tage, wo die Barsche nicht aktiv sind und man da keinen fängt. Dann hast du wieder einen Tag, wo die aktiv sind im Winter und dann fängt man mal mehrere am Tag. Heute scheint so mittel zu sein, also die zwei Fische jetzt, obwohl wir eigentlich jetzt, das war schon mittags, also haben wir ganz früh angefangen. Aber das ist auch ein bisschen ganz typisch. Mittags ist oft eine sehr gute Beißzeit. Morgens ist ganz gut, aber mittags auch zwischen 12 und 2. Komischerweise, so richtig mittendrin. Am besten noch, wenn die Sonne scheint. Das Glück haben wir jetzt heute nicht mehr, aber das mögen die großen Barsche. Würde ich bei jeder anderen Fischart sagen, jetzt wird es langsam hier zäh, Mittagsflaute. Nicht bei diesen. Die mögen das irgendwie. Und bei dem hat man auch gesehen, ganz, ganz dicht vorne. Der hat echt so hier 7, 8, 10 Meter weit draußen gebissen. Mehr nicht. Also nicht da ewig, sondern hier vorne. Ja, besser kann der Tag nicht laufen. Und das ist heute ja schon so gut wie geregelt hier mit dem Angeln. Aber ja, wir machen mal weiter und gucken, ob wir noch einen fangen. Aber wenn nicht, da beschwere ich mich jetzt nicht mehr. So geht das mit den Großbarschen im Baggersee. Natürlich gilt diese ganze Sache mit den Grundeln nur, wenn auch Grundeln vorkommen. Das heißt, Baggerseen, die auch, wenn möglich, Verbindung zu einem Fluss haben. Das geht auch im Fluss selber, dann allerdings nur bis zum späten Herbst. Genau Infos zu den Kleinteilen, die wir hier so benutzen, weil das bei Barsch doch noch mal deutlich aufwendiger ist als bei Zander, findet ihr noch ein bisschen im Heft dazu. Und wir kümmern uns in der nächsten Ausgabe mal wieder um die großen Barsche, genauso wie heute, dann allerdings mit einer ganz anderen Methode und dann vielleicht auch beißt nicht unbedingt der große Barsch, wenn gerade die Drohne fliegt, so wie eben bei dem Fisch, aber gut, so ist das halt, wenn man das so macht mit so vielen Kameras, dann passiert das mal. Ist aber nicht so schlimm, wir haben ja ein paar andere schöne Fische auch für die Kamera gefangen und gucken mal, ob wir dann bis nächste Mal auch noch welche kriegen.